Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 16 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, letztes Mal hatte ich gesagt, Erlangen, da müssen wir mal gucken, dass das ein bisschen besser läuft. Da war ja nichts drin los sozusagen. Hier steht niemand und da steht auch niemand. Ist ein bisschen schade, weil hier ja die Burg ist und eigentlich sollten aus der Burg ja genügend Dingens generiert werden. Warte, wir gehen mal auf die Burg, dann sieht man das. 296 steht da jeweils dran, ne? Passagiere genauso wie Post. Leider funktioniert das nicht. Idee war aber letztes Mal, Vinh Anh mit der orthodoxen Kirche anzubinden und dann die orthodoxe Kirche kriegt einen Hafen sozusagen, der dann hier drüben mit Erlangen auch verbunden wird. Das ist die Aufgabe in dieser Runde und ich würde sagen, nach dem Intro werden wir da loslegen. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal. Hier unten ist Vinh Anh. Das ist natürlich ein richtiges Ende bis zur orthodoxen Kirche dann. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Wir brauchen das, wir brauchen das. Ich würde hier den Hafen machen. Eins, wenn der da Hafen sitzt, dann haben wir eins, zwei, eins. Ja, wir können dann hier wahrscheinlich. Ja, lass uns mal gerade erst den Hafen platzieren. Ja, dann sehen wir das nämlich so. Und wenn wir V drücken, haben wir ja auch die Einblendung von der ganzen Geschichte. Aber weißt du was? Wir machen gerade erst hier auch noch einen Hafen hin. Weil dann ist es so, dass wir das Schiff schon losschicken können. Ne? Machen wir das hier hin? Ne, wir machen das hier hin. Da sieht es schick aus, oder? Ja, ich denke schon. So, dann können wir nämlich schnell eine Linie erstellen. Schiff ist da, neue Linie. Erlangen, Vinh Anh nennen wir das, oder? Oder nee, das unten. Okay, Motorschiff ist zwar keins, aber egal, ne? Erlangen. Erlangen. Hafen. Bald Hafen. So heißt es tatsächlich gegenüber. Dann passt das erstmal da und dann werden wir den halt hinzufügen. Genau, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Und ich glaube da. Gut, dann ist die Linie eröffnet. Jetzt müssen wir gerade auf der Karte hier unten zum Dingens gehen. Vielleicht hätte es ja Sinn gemacht, auch da oben eins. Nee, machen wir nicht. Das ist passt schon, glaube ich. Obwohl, irgendwann müssen wir gucken, dass wir die Schifffahrtsgeschichte hier zentral irgendwo da machen oder sowas, denke ich, ne? So, dann haben wir den hier jetzt mit 12 km/h, ist nämlich nicht so schnell. Werden, ach, ist schon ausgewählt jetzt eins, ja. Das heißt, dein Erlangen-Waldhafen, das ist die Linie und kopieren das einmal und starten das. Zwei Schiffe will ich wohl drauf machen. So, das schieben wir wieder ein bisschen nach da. Wir gehen wieder hier hin. Können die Karte zumachen und schauen zu, dass wir dann hier was anschließen. Machen erst hier unten Vinh Anh, einfach aus dem Grunde, weil das auch wieder die längere Strecke ist. Können jetzt hier den Hafen zumachen, machen jetzt hier die Schifffahrtsgeschichte auf und gucken mal gerade, wie wir hier am besten ja, um die Kirche rumkommen, ne? Okay. Ich glaube, wenn wir es hier hinsetzen, passt es. Aber so groß wird ja wahrscheinlich hier nirgendwo immer an der Dingens sein. Wie heißt es? Kriege ich die Karte verstellt? Ja. So ist es jetzt angeschlossen. Sieht das gut aus? Ja. Jetzt hat er sich doch noch einen anderen Weg darum gesucht und eine Kreuzung gemacht. Naja, ist egal. Dort setzen wir jetzt erstmal einen Briefkasten hin. Könnte man natürlich auch da hinsetzen, dann ist weiter nördlich. Machen wir aber jetzt da. Und von dort oben müssen wir dann auch was machen. Da haben wir den Hafen, den wir hier ja erweitern. Jetzt überlappt das dann da. Ist aber auch egal. Machen wir so. Und dann haben wir hier eine Haltestelle, da haben wir die drei Haltestellen, gehen jetzt hier wieder auf neue Linie und
Das wird dann Regionalbus. Erlangen-Wald Hafen via Kirche passt. Schuss. Ja, die Linie steht. Noch nicht, weil noch nicht angeschlossen. So, dann da ein Halt. Da ein Halt und da ein Halt und wieder da den Halt. Gut, das haben wir. Das heißt, Linie steht. Jetzt müssen wir aber tatsächlich hier noch ein Ding ins Halt machen. Sagte, wir müssen noch ein Stück Straße hier basteln. Machen wir mal hier hin. Und setzen da das Depot hin. Dann kann das zu. Und dann gehen wir ins Depot. Suchen uns da eine Kutsche. Doppelt schnell. Schnell. Gehen auf die Linie. Ah, war jetzt falsch rum aufgeführt, ne? Lassen wir erstmal so. Kopieren das. Starten die Kutsche. Warten auch da ein bisschen, bis das weg ist. Jetzt gehen wir mal gerade hier gucken. Wie weit ist denn das Schiff schon unterwegs? Na, erst so ein Stückchen, ne? Allerdings ist das ungefähr die Entfernung. Dann können wir, glaube ich, das zweite starten. Zwischen Erlangen und Dingens ist ja nur so ein Stück Land dazwischen. Das müsste dann passen. Habe ich das jetzt gestartet? Ja, okay, da ist auch kein Schiff mehr im Depot. Passt. So, und da müssen wir ein bisschen warten, dass das nicht gleichzeitig fährt. Da gehen wir aber zurück hin. Die erste Kutsche fährt. Sie fährt auch richtig. Das ist schon mal gut. Wir haben das erledigt. Das bedeutet, der nächste Schritt ist dann hier anschließen. Sind wir richtig? Ja, aber wir müssen erst die Straße machen. Da muss eine Haltestelle hin. Passt. Das können wir schließen. Neue Linie bei LKWs passt. Und das wird ist das ein Regionalbus oder ein Stadtbus? Das wird schon ein Stadtbus. Stadtbus Erlangen Hafen. Ja, machen wir so. Passt. Haltestellen kommen dann noch hinzu, die und die. Und ach so, wir hätten jetzt auch die Burglinie damit machen können, ne? Ah nee, lass mal so, passt schon erstmal. Linie ist fertig, ja. Und Kutsche kann drauf. Doppelt. Der. Linie ist Erlangen. Regionalbus Erlangen-Hafen haben wir gemacht, oder? Ach so, Stadtbus haben wir das, nicht Erlangen. Gut, okay, dann passt das aber. Kopieren wir, starten wir. So, jetzt sind die Städte verbunden, ne? Könnte sein, dass die dann auch tatsächlich wieder generieren. Tatsächlich sind jetzt auch drei Fahrgäste hier mal zur Burg dabei, obwohl letztes Mal keine da waren. Auch cool, oder? Gehen wir hier zum Depot. Kutsche fährt schon zurück. Lass mal gerade ein bisschen schneller laufen. Wenn ich die da hinten links aus dem Bild fahren sehe, starte ich die zweite. So, dann ist die weg. Das kann los. Die fährt jetzt da lang. Die fährt da lang. Passt. Das kann erst zu. Wir gehen dahin. Die Kutsche ist schon auf dem Rückweg. Ja, komm, starten wir die zweite auch und alles ist gut. Hier waren ja auch zwei, die sind aber schon hintereinander am Fahren, also schlecht. Wir hatten da Pause gemacht, was auch schlecht ist. Gut, wir fahren hier mit 6 Passagieren zur Burg jetzt.
Jetzt können wir gerade gucken, ob da unten noch andere Leute generiert werden. Das ist jetzt die Frage bei der Entfernung. Aber Erlangen-Waldhafen wollen welche rüberfahren. Das heißt, das funktioniert schon mal. Diese Städte sind jetzt miteinander verbunden. Die ist auch verbunden. Das bedeutet, jetzt kann Erlangen auch mit einem Schiff angeschlossen werden, wo das Schiff dann nach Lippstadt hochfährt sozusagen. Oder wie heißt der andere Hafen? Weiß ich jetzt gar nicht. Schwandorf, glaub, ne? So, brauchen wir noch Erlangen Rathaus? Nein, Erlangen Burg ist klar, das läuft. Das heißt, wir machen gerade eine neue Linie für Schiffe. Neue Linie. Die fahren hier los und fahren hier hin. Und dann nehmen wir oben oder unten? Wir nehmen oben. Gut. Linie kriegt einen neuen Namen und das ist Motorschiff Erlangen-Lipp oder Schwandorf. Schwandorf-Wald. Okay, das hat gut geklappt mit dem Schreiben. Wald. Erlangen Hafen, machen wir lieber hier nochmal einen Hafen hinter. Schuss. Linie steht, kann losgehen. Karte. Schiffsdepot. Rein. Neues Schifflein auf Erlangen Lippstadt Schwandorf. Das ist das. Und starte das mal. Ach, naja, jetzt hätte ich vielleicht erst da drauf klicken müssen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, das Schifflein brauchen wir noch einen kleinen Moment zum Warten. Karte kann, glaube ich, wieder zu, oder? Aber wir können mal kurz hier jetzt reingucken, was Bayreuth macht. Tante Mimi hatte mir da geschrieben übrigens, ne, dass sich alles mit der Zeit ergeben wird und sinnigerweise diese Nordstädte sich auch noch anschließen. Hier Willich hat hier drei Passagiere stehen, das sieht erstmal gut aus. Was steht in Willich dann, ist die Frage. Oder wir können auch in den Zug reingucken, der hier gerade unten lang tuckert. Drei Passagiere fahren nach Bayreuth Rathaus, also sind auf dem Rückweg. Wie sieht es mit dem Geld aus? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Okay, das sind 500 Miese. Das wird sich wahrscheinlich gleich schon dann ergeben, dass das passt, ne? Hier am Bahnhof stehen 15 Leute für Bünde und 9 Leute auch für Bünde Rathaus. Das heißt, die wollen alle nach da und dann sogar noch weiterfahren. So, jetzt lassen wir gerade die Kutschen hier noch vorbeituckeln. Weil wenn die weg sind, könnte sich ja ergeben haben, dass jetzt hier noch Leute auch nach Bayreuth wollen. Drei Passagiere Bayreuth Rathaus. Vielleicht haben die angeliefert, weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht sein. Können noch mal ins Bünder Rathaus gucken, dann sehen wir vielleicht auch, dass welche nach Bayreuth wollen, nach Willich wollen, nach Ettlingen wollen. Aber es will niemand nach Bayreuth da. Schade. Wäre schön gewesen. Fahren die noch? Ne, ich bin irgendwie wieder in der Pause. Bünde, Bünde. Nein, die wollen auch nicht über Bayreuth. Niemand möchte nach Bayreuth. Das klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. In Bayreuth stehen die Leute nach Bayreuth Orthodoxe Kirche. Die ist hier, das ist auch gut so. Wie sieht's denn hier bei der Burg aus? Da sollte ich die Haltestelle auswählen. Nach Aachen, nach Lüneburg, nach Zweibrücken. Mit dem Schiff will keiner fahren. Das ist wieder schlecht, aber hier stehen noch welche, die abgeholt werden müssen. Nach Zweibrücken und nach Gütersloh. Die sind mit dem Schiff gekommen. Wie sieht das Schiff auf der anderen Seite da aus? Bayreuth Rathaus wollen 37 Passagiere. Das heißt, da muss noch was passieren mit den Kutschen. Hier wollen welche zum Bayreuther Rathaus. Da müssen wir mal überlegen, was wir machen. Aber wir sind hier jetzt erstmal nicht so weit. Das war jetzt eine Fähre. Wo ist die andere? Die ist erst da. Aber die können wir auch starten, weil es irgendwo da oben auch so eine kleine Strecke nur gibt, ne? Also klein ist sie nicht, sie ist schon ein bisschen größer wie die andere eben. Aber passt erstmal, würde ich sagen. Wie sieht es denn so zum Beispiel in unserem Top-Aufteilpunkt aus? Hier stehen sehr viele Fahrgäste.
Und der Zug wird wahrscheinlich jetzt gerade voll sein. Oder nee, hier kommen ja auch andere Züge an. Da müssen wir gerade mal gucken. 25 Passagiere, zwei Brücken fährt er zur Burg. Das ist also diese Route. Und dann gibt es ja auch noch den hier, der jetzt da wartet. Wenn der da wartet, das ist auch nicht so prickelnd, ne? Warte mal, dann lass uns mal gerade schnell hier noch ein Gleis hinzaubern. Weil das ist ja noch ein ganz schönes Ende, wo der dann da wartet, ne? Machen wir so. Signal hier. Signal da. Dann kann er bis hierhin vorfahren und muss da hinten nicht warten, ne? Das ist jetzt nicht so prickelnd, da oben zu warten, würde ich sagen. Irgendwann geht es dann auch hier vielleicht mal gerade durch, wenn wir Geld haben. Begradigen wir das oder fahren hier lang, geht er auch. Gut, er kann dann demnächst woanders warten und ich glaube, wir haben das gleiche Problem wahrscheinlich nachher hier auch, ne? Der wartet da, dass er da reinfahren kann dann. Ja, so ein bisschen ist es halt. Lassen wir erstmal so. Was macht Neue Brandenburg? Da wechseln ja auch die Züge die Fahrtrichtung. Da stehen 49. Das sind diese Kutschen, die jetzt da kommen und Leute mitnehmen nach Bad Mergentheim und so weiter. Aachen auch noch. Köln, Lüneburg, Gütersloh sind die anderen Richtungen. Das ist erstmal alles hier, glaube ich, noch gut. Da sieht es in Gütersloh schlechter aus. Er hat 45 dafür. Aber im Endeffekt sieht es da auch nicht so schlecht aus, weil der hatte ja alle mitgenommen. Jetzt sehen wir hier, der ist voll. Jetzt ist dann die Frage, wie wir bleiben hier über. Bad Zwischenahn, Lüneburg geht da lang, Bad Zwischenahn auch, über Köln noch 9, nach zwei Brücken geht es hier lang, nach Köln, also 10 Fahrgäste stehen jetzt hier noch, die nicht abgeholt worden sind. Da müssten wir dann auf Dauer gucken, ob hier schon der zweite Zug fehlt. Beziehungsweise, nee, warte, ich glaube, die fahren ja sowieso da durch, oder? Nee, das ist, das lassen wir mal erstmal so, das passt erstmal so. Schauen wir mal am Endbahnhof hier. Also am Endbahnhof, wir sind schon bis hierhin, hatte ich jetzt nicht gedacht. Da stehen drei in Jena. Ach, da fahren auch noch Kutschen, sehe ich gerade. Wie kommt das denn? Ausmustern. Ausmustern. Und ausmustern. Die brauchen gar nicht fahren, das Geld können wir sparen, weil da fährt ja der Zug jetzt mittlerweile, ne? Und die warten ja wohl alle auf den Zug, wie wir gerade gesehen haben. Hier ist jetzt niemand mehr drauf. Ich hoffe, hier oben auch nicht. Da steht auch keiner vom Bahnübergang. Das sieht gut aus. Hier dürfte auch niemand mehr fahren. Das sieht auch gut aus. Und warte mal. Das ist ja auch schon erschlossen. Das heißt, diese Kutschen sind aber noch gefüllt. Die auch noch. Die nicht mehr, die würde ich jetzt auch dann ausmustern. Zwei haben noch Inhalt, in Anführungsstrichen. Hier fährt keiner. Okay, hier gibt es auch noch Kutschen. Die sind auch noch gefüllt. Die nicht mehr, das heißt, die mustern wir aus. Die sollen alle bitte schön mit dem Zug fahren. Keine Konkurrenz bitte bilden. Und hier geht es dann weiter mit dem Dingens. Neubrandenburg, Friedrichsdorf sind noch 12, das heißt, wir müssen nachher gucken, dass wir die Kutsche, die hier ist, dann auf diese Linie noch stellen. Oder man muss da schon Zug auch weiter verlängern. Oh, jetzt habe ich zugemacht, das war nicht gut. Beziehungsweise, nee, das machen wir, ist schon gut, wir machen erstmal einen Cut hier und in der nächsten Folge schauen wir da weiter. Haben wir auf dem Schirm, dass wir die Kutschen noch mal angucken müssen, die dann überall fahren. Wir müssen schauen, ob wir hier dann hochfahren mit dem Zug, quer hier übers Land. Hier gibt es ja keine Kirche oder irgendwie sowas, ne, keine Burg. Hier hochfahren nach da und dann hier so rüber. Und hier dann darüber oder hier rüber mit einer Fähre. Später kann man vielleicht hier sogar eine Brücke machen. Das wird ja hier auch so sein. Aber erstmal läuft's, würde ich sagen. Hier steht keiner, das ist schon mal schlecht. Dann steht hier wahrscheinlich auch keiner. Doch, da stehen 33. Ich sag jetzt nicht, die Kutsche ist immer noch nicht angekommen. Die Fähre ist immer noch nicht angekommen, ne? Die fahren da schön hin und her und die Fähre ist hier wahrscheinlich, ne?
Ja. Die bringt uns 16 darüber. 32, das sind zwei Ladungen, die da jetzt stehen. Okay, ja, irgendwann kommt die auch an. Und die anderen kommen irgendwann auch an, ne? Wird eine Weile dauern. 3 nach Schwandorf. Ich weiß gar nicht, ob hier welche generiert werden. Wahrscheinlich auch eher nicht so. Wir stehen auf der Seite. 18, okay, das geht dann noch. Also noch sieht es erstmal hier gut aus, sag ich mal. Jetzt Burg hat niemanden stehen. Das ist okay soweit. Hier stehen 3 Passagiere für einen Hafen und hier steht niemand. Das ist jetzt auch dann wahrscheinlich hier die erste Tour. Ne? Da ist noch niemand drin. Und hier sind schon welche drin. Nein, sind auch noch nicht welche drin. Ja, das ist. Die stehen da noch zu lange, ne? Der da unten fährt noch hin, dann wird hier noch nichts stehen. Vielleicht steht aber einer zum Zurückfahren. Nee, ist auch noch nicht so. Hat er schon Fahrgäste? Ja, er hat schon die ersten für den Hafen. Okay, er ist sogar schon zurück. Okay. Da war aber die erste Kutsche, das heißt, da war klar, dass da noch nichts ist. Und wie wir stehen hier? Da wartet niemand. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt da, ne? Weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir machen erst den Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.